Da sind wir wieder. König Depi lebt noch. Alles ist in Ordnung. Ja. Wir warten immer noch, dass wir genug Förmlichkeit haben. Wie alt ist der Mann jetzt eigentlich? 32. Alles gut. Haben wir noch 20 Jahre Zeit. Wehe, du kratzt vorher ab. Ich sag's dir. Das wär's jetzt gewesen, wenn jetzt kommt, er ist gestorben. Oh, so und so werden alle anderen schlafen. Mein Herz bleibt rein. Ja. Wir gehen jetzt nicht mit jemand anders, Vögeln. Wir müssen jetzt ein bisschen Förmlichkeit sammeln. Wir müssen jetzt einmal den Schwanz in der Hose lassen. Einfach mal cool bleiben. Bei Gaffi kommen sowieso nur Frauen raus. Das ist irgendwie sehr peinlich. 100, 0,5, du bist ein Erb, das ist ja schon klar, ne? Ein Name ist einfach witzig. Junge hat die eine Fresse. Hamsterbäckchen. Kann das sein, dass wir hier... Leute! Da oben kriegen wir was dazu, hier kriegen wir was weg. Pommerns Meere, Strande, düsterem Waldrevier. Wer sind Sie eigentlich? Wenn wir mit Ihnen kriegen, können wir Sie ermorden? Wer ist denn Erbe? Ja, von Schlesien. Wenn wir ihn umbringen, können wir ihn ermorden lassen? Wie hoch ist denn da die Wahrscheinlichkeit? Sehr gut! Wir probieren's. Da sind sogar Leute dabei. Kann überzeugt werden. Ja! Sonst noch wer, der halbwegs noch ein bisschen was drauf hat, nur er. Aber das reicht. Wenn wir ihn mit dazu holen, können wir ihn umbringen. Wenn wir es dann noch schaffen, Schlesien endlich dazu zu bewegen, bei mir reinzukommen. Vasallentum anbieten. Das wäre mir so, so sehr wichtig. König Göppi muss mal ein bisschen Stress abbauen. Er sieht so gestresst aus, der Junge. So, Deutschland noch gar keine Großmachtsicht entwickelt. Okay. Aber das zählt ja nicht. Das ist ja eine Hälfte Wüste dazwischen. Der ist viel größer, als er ist. Eine ausgebeulte Hose. Alles. Deswegen. Guter Mann. Königreich Bayern, die Polen, wir gehören auf jeden Fall zu einer Großmacht. Und hier ist dieses Wirrwarr. Und das werde ich übernehmen. Große Teile werden davon polnisch werden. Ich will wenigstens hier den Litauener Bereich vorne noch haben. Vielleicht auch noch den Norden bis hier. Dann teilen wir Pommern zwischen Deutschland und Dings auf. Wäre ja schon mal schön. Herrlich. So, dann setzen wir uns mal jetzt schön gemütlich hin und genießen die Show. Und warten mal, bis hier alles vorbei ist. Wie geht man komplett voran? 95%. Also das ist eigentlich, es kann eigentlich nicht schief gehen. 95%, wenn, ne? Naja. Wir haben ja schon und so weiter vor der Apotheke, nicht wahr? Ja. Mein eigenes Land sieht gut aus. Hier ist alles sehr stabil. Oh, 10% mehr. Meine Steinmetzinvestitionen. Dieser Bade sieht einfach lustig aus. Haben wir da noch jemanden zum Heiraten? Naja, ich will jetzt nichts sagen, aber hier, guck hier ihn. Guck mal. Trinkespiel. 50-50-50. Jetzt kommt bloß das Mord. 50-50. Etwas klappt oder das klappt nicht. So ungefähr. Oh Mann. Könnt ihr nicht mal einfach die Klappe halten?
voll. Und du? Und nu? Ist doch scheißegal, wir schicken mehr Leute hin. Offen und ehrlich bringen wir ihn um. Offen und ehrlich. Wir kommen jetzt nicht mehr von hinten, sondern direkt von vorne mit dem Messer. Anspannung überwältigt. Ja, toll. Ja, 20% auf der Chirurgie. Ihr haltet Anspannung. Toll. Verschwenderisch. Super. 10 Jahre Möbelwahn. Trunkenbold. Ja, toll. Bis auf dich, Gabby. Klasse. Wir hatten eine 50% Chance, dass es gut geht. Weißt du, ich war mir so sicher, das wird was mit dem Komplott. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Was jetzt schon wieder? Nee, diesmal klecke ich mich nicht. Abwählen ist links. Bei Ablehnung verlieren wir Ruhm. Wo wohnt die überhaupt? Ach, da hinten. Ist mir doch egal. So, diesmal verklicken wir uns nicht. Diesmal nicht. Diesmal greifen wir nur bei 50% Chancen daneben. Klasse. Mann, du willst jemanden umbringen und es klappt nicht, weil einer wieder petzt. Einfach nicht die Fresse halten kann. Und schon haben wir aus Gabby einen Säufer gemacht. Klassiker. Guck ihn dir an. Verwaltung, Kampfgeschick. Jetzt ist vorbei mit ihm. Betrunken dödelt er wieder rum, der Junge. Meine Verwaltung ist jetzt nicht ganz so wichtig, weil wir ja hier wirklich darauf gehen, dass der Junge mal ein bisschen vorankommt. Was ist mit dir jetzt eigentlich? Könnt ihr jetzt nochmal vögeln? Wie sieht's denn aus hier? Bewegt euch. Macht mal ein bisschen hinne. Wir wollen noch jemand Besseres haben. Zentrisches Reich. Machen wir mal ein bisschen schneller, aber ich weiß nicht, was ich gerade machen soll. Krieg führen könnte man theoretisch, wenn wir uns wieder das hier holen. Wenn wir den Krieg erklären. Ansprüche auf Dings könnte man durchsetzen. Das ist aber nicht Jüteborg. Wo ist denn das? Ist das Jüteborg? Nein. Jüteborg ist doch irgendwo anders. Hat da irgendjemand, ich würde dieses Dings erobern, würde bitte wollen. Wenn wir dem jetzt den Krieg erklären. Ja, ein bisschen wird uns das kosten. Da wieder in den Bereich zu kommen. Können wir ihm Krieg erklären? Nein. Der mag mich ja nicht mehr, nur weil ich ihn erwarten wollte. Verstehe ich nicht. Was ist denn mit dir? Gesamtwert minus 8. Wurde aufgedeckt. Ja, klasse. Wir haben immer noch eine 50% Chance. Gut, das ist das. Gut, das hat mit dem nichts zu tun. Wir können niemanden mehr einladen, das sollte schon irgendwie funktionieren. So, ich wollte jetzt hier gucken. Kurz anhalten hier. Was ist mit dir? Können wir da nicht irgendwie... Nee, Geschenke können wir dir nicht machen. Wenn wir die Geschenke machen, dann ist der Gabby wieder böse. Gemeindeverflechtung, ja. Du bist der Erbe. Und wer bist du? Mitglied eurer Familie. Das ist doch toll. Du oder was? Prozent. Na dann. Das geht so schief. Sonderessen. Ist jetzt ein. Erhalte die Schilder auf Mörder. Ja, gut. Ist jetzt tot. Toll, aber das hat jetzt nicht das... Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
Na, gib ihm, das lief ja doch mal super. Keiner mag uns, weil wir Mörder sind. Überdehnung haben wir jetzt auch noch gekriegt, jetzt kriegen wir weniger Geld. Mann, das läuft ja wieder mal richtig schön bescheiden. Null Wahrscheinlichkeit, den einzukerkern. Druckmittel einsetzen, können wir nicht, verdammt. Ellie kann heiraten. Wen heiratet Ellie jetzt? Ja, jetzt haben wir nicht mehr genug Verwaltungspunkte. Schon toll. Und jetzt müssen wir hier mit 7 von 8, 7 von 6. Oh Mann, ich hätte die Iron Mode spielen sollen. Ja, und mit wem verheiraten wir jetzt Ellie? Haben wir denn irgendjemand ein hübsches Bündnis mit irgendwem? Was kann sie denn so? Sie ist intelligent, einsiedlerisch. Liederlich, lustig. Sie ist fleißig und gehört zur Familie. Können wir da nicht irgendwie einheiraten? Mitglied eurer Familie. Mein Neffe. Ja, das ist ja auch ganz toll. Du, können wir dann eine Heirat arrangieren? Mit wem? Der ist wunderschön. Na? Der ist richtig geil. Nein, den willst du nicht. Der ist 2 Jahre alt, das bringt's nicht. Sie ist 28, das bringt's auch nicht. Wir sollten mal dem Dings hier. Habt ihr nicht noch irgendwie jemanden, mit dem wir vielleicht. Oder wie sieht's mit dir aus? Ist ja nicht irgendwo einer mal ein Jungen, der irgendwie so ein bisschen. Ich brauche jemanden mit einem Pimmel. Ist das so schwierig zu verstehen? Ist hier nicht einfach. Ich brauche jemanden mit einem Pimmel. Haben wir nicht. Himmel, Herrgott. Dann halt irgendwen. Ja, dann halt irgendwen. Irgendwen. Ja, die kann ja hier nicht einsiedlerisch in ihren Turm vergammeln. Die ist 38. Mann, 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 Mann. Der ist stur, der ist 19. Haben nicht irgendwas jemanden so Anfang 30? Irgendwas Sinnvolles? Irgendjemanden, womit wir sagen können, jo, das geht. Fangen wir nochmal von vorne an. Nehmen wir halt den. Heiratet, viel Spaß. Ja. Einsiedlerische Frau. Ich bitte euch. Momentan läuft es einfach nicht. Zumindest ist er tot. Und sie hat jetzt das Kommando. Wer führt denn jetzt schon wieder Krieg? Feinde. König von Novgorod. Nee. Ablehnen. Wir führen hier keinen Krieg mehr. Ja, du müsstest mal was für deine Verwaltung tun. Uns fehlen wir wahrscheinlich ein Punkt oder so, damit wir hier den 7. kriegen. Ja. Und dadurch kriegen wir hier weniger Steuern. Das ist echt nicht gut. Und wir brauchen die Förmlichkeit. Wir brauchen sie einfach. Die sich dem Alkohol hingehen. Ja. Sehr gut. Hackevoll, hackevoll, hackevoll. Unser König ist hackevoll, yippie. Wenn er sterben würde, das wäre schön. Dann hätte unser Neffe das Kommando. Mystischen Praktiken. Ja, lese mal Buch, Gabi. Du machst das schon.
Ein Bildung. Ein Bildung, Forschung freizuschalten. Das wäre schon nicht schlecht. Ja, komm. Förmlichkeit, Auswirkung. Verteidiger des Glaubens. Oh. Wir sind so kurz davor, das freizuschalten. Na, wenn wir es durchkriegen, können wir die Verwaltung wieder mit übernehmen. Wäre kein Problem. Wir müssen da nur rüberkommen und dann hat sich die Sache erledigt. Die zwei Dinger müssen wir noch schaffen. Dann können wir rübergehen. Entweder in die Verwaltung. Meinetwegen auch habgierig oder ja, Steuereintreiben, irgendwas. Damit wir die Verwaltung hier wieder unter Kommando kriegen. Überall werden hier Kriege geführt und wir haben fast 10.000 Mann. Ah. Ja, ich habe immer noch Husten. So, wir bauen hier noch einen Wall. Zumindest in meinen eigenen Ländereien werde ich nochmal jetzt dafür sorgen, dass wir hier nochmal ein bisschen verbessert werden. Also zusätzliche Truppen freisetzen und gleichzeitig kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld. Kann alles nicht schaden. Einfältiger, beschwichtiger. So. Du bist ja dämlich. Jetzt mal ganz im Ernst. Haben wir ihn eigentlich schon enterbt? Wenn wir ihn jetzt enterben. Was kostet uns das? Haben wir nicht. Da arbeiten wir dran. Gut. Wer will denn jetzt schon wieder? Bündnis vorgeschlagen. Mit denen. Ja, komm. Mit dem wollen wir verbündet sein. Mal sehen, wann das hier mit Schlesien gut geht. Die führen da Krieg, toll. Sollen sie ruhig. Wir freuen uns auf den nächsten Förmlichkeitspunkt. Komm schon. Den können wir immer noch rechtmäßig einkerkern, aber bei der 0% Wahrscheinlichkeit brauchen wir ihn auch nicht einkerkern. Wir können mit ihm ein Bündnis aushandeln. Druckmittel einsetzen. Ein Bündnis aushandeln. Kann Vormund zugewiesen werden. Das mache ich nicht selber. Haben wir jemanden, der intelligent ist, cool aussieht und möglichst auch was drauf hat? Du. Niedrige Haltbarkeit. Meinung über den Klerus. Abgelehnt. Brauchen wir nicht. Verteidiger des Glaubens. Glauben. Plus 10, Meinung des Klerus plus 20. Also, wenn mich jetzt die Kirche nicht mag, dann weiß ich auch nicht. Also, die Kirche, die muss mich ja sowas von mögen jetzt. So. Ernsthaft? Roland der 0,5 ist jetzt dort an die Macht gekommen. Der gute Mann. Und jetzt kann ich ihn nicht enterben. Denunzieren. Alle Mitglieder sind erhalten und Einkerbers gegeben. Wenn ich jetzt denunzieren muss, was muss ich dafür tun? Ah ja, das geht auch nicht. Ohne. Ohne alles geht nichts. Ja. Ausgezeichnet. Sehr gut. So. Und du hast jetzt hier deine eigenen kleinen Ländereien und die werden schon belagert. Toll, viel Spaß. Wer kann mich denn da nicht leiden? Mächtiger Vasall. Das ist irgendwie nicht gut. Ich, oh Mann.
Warte doch mal ganz kurz. Geh mal kurz hier rüber. Wir sollten sie ermorden. Ja! Wir haben da eine 95% Wahrscheinlichkeit. Niemand kann sie leiden. So, was soll ich hier machen? Investiert Geld. Ja. Ihr haltet Anspruch, weil ihr treuherzig seid. Ist egal, was wir machen. Krakau. Ja, Krakau müssen wir fördern. Ich weiß, Gabby, da drehst du jetzt wieder einen Sack. Aber dieses Geld ist gut investiert. Ins Volk. Das ist unsere Hauptstadt. Die hat schon 8 Entwicklungspunkte. Und je höher entwickelt, umso mehr Geld. Also, summa summarum, kommen wir besser mal weg. Tja. Cappy ist leicht gestresst, deswegen frisst er so viel. Wird langsam zum kleinen Dickerchen, siehst du? Ein richtig kleines Pummelchen. Ja, ist jetzt mal. Ja! Ja, einen über Durst getrunken. Wenn wir jetzt hier nicht wenigstens jemanden, ne? Also ich erwarte jetzt hier, also einen männlichen und so weiter. Roland 0,5. Nicht, dass wir mit dem nachher spielen müssen. So, vererbliche Eigenschaften plus 30% verstärken. Das ist mir jetzt erstmal wichtig. Danach können wir jetzt auf Festmahle oder irgendwie sowas gehen. Was schlägt mir denn der Fachmann Gabby so vor? Also der echte Gabby, nicht der spielt. Ja. Ich meine, es gibt viele Möglichkeiten. Ich wäre jetzt für Kosten. Wir können zum Kriegsherrn nichts machen. Ich bin aber allerdings immer für die Verwaltung. Also fällt das schon mal flach. Also etwa hier sparen wir Geld. Hier Heiratsannahme plus 30. Das wäre auch nicht schlecht. Mehr Prestige, monatliche Prestige. Das wäre super. Hier mehr Förmlichkeit. Wäre auch super. Fruchtbarkeit. Dann können wir besser rammeln. Ja, alles so eine Sachen, die durchaus irgendwo Sinn machen. So, verflucht. Wurde bloßgestellt. Sag mal, das kann doch wohl nicht wahr sein, Leute. Top Secret. Mein Gott. Top Secret. Ist das jetzt so schwer? Und jetzt? Drei Agenten. Wir holen uns noch einen vierten. Sicher, sicher. Fällt ja auch überhaupt nicht auf, wenn auf einmal vier Leute rumlaufen. Sehr gut. Oh, das ist nicht gut, Gabby. Mann, wann können wir denn hier auf die Jagd gehen? 6. Juni 4, 4, 75. Das dauert noch ein ganzes Jahr. Gabby, jetzt halt mal durch. Er ist so gestresst, der arme Junge. Bauernaufstand hier. Dagegen kann ich persönlich nichts unternehmen. Komplott wird aufgedeckt. Ja, ist ja ganz toll. Noch mehr Komplotte. Lasst euch alle erwischen. Trottel. Solange es nicht mich erwischt, ist alles gut. Ulla. Was macht Ulla eigentlich? Ulla will eine Ausbildung ins Ränkespiel machen. Na dann haben wir jemanden, der der Ränkespiele gut kann. Ich würde sagen, nein. Wir haben niemanden, der da so richtig gut ist. Unsere Königin ist so die Beste, die das machen kann, also macht ihr das auch. Und das sieht nicht so aus, als wärst ein Junge. Robust und intelligent. Mann, wärst du ein Junge, wärst du richtig geil. Hier, du darfst aber die Verwaltung als Schwerpunkt nehmen. Wie nennen wir sie?
Rosa. Irgendjemand was einzuwenden gegen meinen Namen? Ach, ich hab dir eh nichts zu melden. Ja, das klappt jetzt schon. 95%. So, jetzt erstmal ganz kurz einen hier anhalten. Also, Königin Rosa. Können wir da eigentlich bei meiner Erbnachfolge irgendwas machen? Erbteilung. Können wir nicht ändern. Können wir nicht ändern, weil wir nicht genug Prestige haben. Männliche, nur gleich Frauenvorrecht. Ja, das könnten wir ändern. Stimmt zu, dagegen, dagegen, stimmt zu. Toll. Was ist jetzt eigentlich hier mit ihm? Jetzt hat er doch jetzt hier übernommen. Und er hat immer noch minus 71. Möchte einen Sitz im Rat. Ja, dann würde ich ja, also da arbeite ich ja dran. Also bei Gelegenheit. Haben wir denn ihm, kannst du denn was? Bildung ist gut. Kriegsminister könntest du übernehmen. Ich meine, er macht das aber gut. Das muss man schon zugeben. Er macht das hier gut. Ja, allerdings wärst du nicht mehr böse, wenn ich dich jetzt da... Ja, komm. Zumindest ist er jetzt nicht mehr ganz so böse auf mich. Es hilft ja schon mal. Meine letzte Chance. Mann, ich werde euren Anspruch durchsetzen. Beschlossen. Ja, hau ab. Verschwinde. Ich kann ja nichts für dich tun. Ja, die Einspannung überwältigt ihn nicht mehr. Er ist wieder gut drauf. Wie ist das hier eigentlich mit seinen lustigen Relikten? Haben wir noch ein besseres Tongefäß? Haben wir da nicht irgendwas? Müssen wir das Ding extra reparieren? Ich will ja nicht. Kann ich mir ein neues herstellen? Alle 5 Jahre. Ja, wir stellen uns irgendwas her. Irgendwann demnächst. Oh, wieder Zeit haben. Was ist das hier eigentlich für ein komisches Wagenrad? Lustiges Fähnchen. Wir sind ja theoretisch Freunde, aber du musst hier einfach nur noch beitreten. Das würde... Wir hätten ganz Polen hier unter Kontrolle. Also, bis auf das Stückchen, was von Meeren noch kontrolliert wird, aber so vom Prinzip her. Ja. Wäre schon schön. Dann können wir hier mal aufräumen mit dieser kleinen Starterei. Du solltest ja eigentlich auch bei mir beitreten. Ich kann auch dich ermorden lassen. Ja. Roland macht jetzt hier, der bringt jetzt hier, ich bringe ja alle um. Was wollen sie machen, hm? Steht dann da Doppelmörder und ich krieg doppelt so viel? Nein. Ja, mein Ruhm ist weiterhin bekannt. Hm, genau. Wir haben schon 3500 Punkte. Fest mal. So, Crappy. Besauf dich mal ordentlich. Kleines Dickerchen. Wer wird denn dein kleines Möpschen? Mehr Prestige. Also sie ist echt gut und ich würde sie auch gerne vorschlagen zum Kind des Monats. Ach, wir sind ein Männchen gewesen. Wäre schon toll gewesen. Wir haben hier 5 Kinder, aber 4 Frauen. Das ist ja einfach lächerlich.